Okay, lasst ihn raus, Jungs. Fertig. Oh. Also, Männer, ich möchte hiermit ganz stolz verkünden, dass er die Zeit um 2 Sekunden unterboten hat. Sagt meine Uhr jedenfalls. Und meine Uhr geht immer exakt. Du hast verdammt recht, Shorty. Meine Uhr sagt genau das Gleiche. Und wie sieht's aus? Du hast alle Rekorde gebrochen, Shorty. Hätt's mir nicht geglaubt, aber ich hatte recht. Weißt du was? Du bist genau 1 Sekunde unter der Weltrekordzeit, mein Junge. Komm, du musst mir nicht schmeicheln, Shorty. Nein, John, ich sage wirklich die Wahrheit. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen um das Rodeo. Du wirst es gewinnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass was mit deiner Uhr nicht stimmt, Shorty. Das kann nicht sein. Weltrekord ist wohl übertrieben, oder? Meine Uhr sagt immer die richtige Zeit. Also gut, dann wollen wir den Burschen mal mit der Hand fangen, was? Ja. Okay, ich bin fertig. Okay. Oh. Die Zeit war noch besser. Wir haben es geschafft. Bringt ihn rein. John, mit der Zeit, die du gerade gebraucht hast, wirst du garantiert der Gewinner bei dem Rodeo in Cheyenne. Mach dir keine Sorgen, wir glauben an dich. Und wenn du noch ein bisschen trainierst, dann holst du vielleicht sogar den Weltrekord. Shorty hat recht, du holst den Weltrekord. Ganz sicher, bin ich ganz sicher, John. Ach, John, du musst gut, nicht immer so bescheiden dann will sein. Ich euch mal glauben, aber ich sage euch, wenn ich gewonnen habe, dann kriegt jeder von euch ein saftiges Stück von dem Preisgeld ab. Dann könnt ihr euch Frauen nehmen, so viel ihr wollt. Ja, ich will alle Blonde. Ach, du kannst doch 2 Blonde nehmen und du kannst dir richtig einen hinter die Binde gießen. Ihr habt mich gut trainiert, Jungs, und das vergesse ich nicht. Guten Morgen, Sam. Hier, ich habe einen Brief für dich. Guten Morgen, Clem. Was ist mit deinem Bein? Oh, es wird langsam immer besser. Der Doc sagt, ich kann in 1 Monat wieder laufen. Na, das ist ja wunderbar. Dann kannst du dich ja auch mal wieder bei uns sehen lassen. Also, ich muss weg, alter Junge. Bis dann. Danke, Clem. Grüß alle schön von mir. Ja, mach ich. Hallo, mein lieber Freund. Ich bin in sehr großen Schwierigkeiten und ich wünschte, dass du deinen Jungen schicken würdest, um mich hier rauszuhauen. Dein Freund Hank. Hey, Chubby! Sir? Würdest du bitte mal auf die Weide gehen und meinem Sohn sagen, dass ich ihn sprechen will? Ja, mach ich. Gut, Leute, dann fangen wir mal an mit der nächsten Sache. Hey, John, dein Dad will dich sprechen. Du sollst mal zu ihm. Ja, gut, okay. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig. Du kommst mit, Shorty. Ja. Warte hier einen Moment, Shorty. Du wolltest mich sprechen, Dad? Sag mal, John, du kennst doch meinen alten Freund Hank Mason aus dem Reno Valley. Ja, was ist mit ihm? Scheint so, dass er in großen Schwierigkeiten steckt. Er schreibt das in diesem Brief, den er mir geschickt hat. Weiß auch nicht genau, was da los ist. Wenn du nichts zu tun hast in den nächsten Wochen, dann würde ich dich doch bitten, da mal nach dem Rechten zu sehen. Hank Mason ist der beste Freund, den ich je hatte. Okay, wie du willst, Dad. Natürlich werde ich nach dem Rechten sehen. Danke, Junge. Hey! Das kannst du doch nicht machen. Am Sonntag ist das Rodeo. Ich habe einen Haufen Geld auf dich gesetzt. Und wenn du nicht da bist, dann habe ich alles verloren. Dann habe ich nichts mehr. Das kannst du mir doch nicht antun. Du hast doch gehört, was mein Dad gesagt hat. Ich tue immer, was mein Dad sagt. Also vergiss das Rodeo. Some water track I was drink with the dead. I was drink with the dead.
Los, kommt! Aufhören, ihr seid alle verhaftet! Was haben wir denn hier Schönes? Ist die wollt ihr wohl den Saloon ausrauben, was? Aber mit uns habt ihr nicht gerechnet, hä? Ich habe nichts damit zu tun. Kannst du viel erzählen, ich glaube dir kein Wort. Los, ab in die Zelle mit dem Burschen! Ich bin unschuldig, Marshall! Macht schon, oder soll ich euch beide machen? Alles in Ordnung, Emmett? Warum sperren Sie den Langdamm mit ein? Er hat doch mit dem Überfall gar nichts zu tun. Ja, hier sind seine Sachen. Ich weiß schon, was ich tue. Okay. Ja. Das ist ein Missverständnis. Hören Sie, ich... Ja, macht schon rein. Los, du Kinder nicht, Matt. Okay. Los, komm her. Ich muss mit dir reden. Was geht hier eigentlich vor, Marshall? Ich bin unschuldig, das wissen Sie. Was soll das alles? Ich weiß doch, dass du nichts damit zu tun hast. Ich habe alles gesehen. Und warum haben Sie mich dann verhaftet? Ich denke, dass ich dich gut gebrauchen kann. Hast du Arbeit? Nein, nicht direkt. Wieso? Kannst du einen Job gebrauchen? Ja, eigentlich schon, aber... Ich war gerade auf dem Weg nach Pensingtown und ich will einem Freund helfen, Hank Mason. Ist ja fantastisch. Ich wollte dich sowieso nach Pensingtown schicken, Junge. Und genau um Hank Mason geht es. Er ist nämlich verschwunden. Er ist verschwunden? Es ist so, wir haben gestern einen Brief von ihm bekommen. Er bat uns darin um Hilfe. Aber er sagte nicht, worum es ging. Er ist ein alter Freund von meinem Dad. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Er muss wirklich in sehr großen Schwierigkeiten stecken. Das bestätigt meine Theorie. Bist du schon mal in dieser Stadt gewesen? Nein. Da sind in letzter Zeit äußerst merkwürdige Dinge vorgefallen. Sachen wie zum Beispiel Postkutschenüberfälle, Viehdiebstahl und Bankraub. Die Stadt wird regelrecht terrorisiert von einer Horde Banditen. Und zwar der Butch Martin Gang. Und niemand hat den Mut, ihnen entgegenzutreten. Ich habe versucht, die Bande aufzuspüren. Aber ich hatte keine Chance, sie verstecken sich nämlich irgendwo in den Bergen. Sie sind einfach nicht zu fassen und ich habe das Gefühl, dass sie von irgendjemandem gewarnt werden. Deswegen sollst du dahin gehen, Junge. Sie kennen dich noch nicht. Du bist praktisch undercover. Und was sollte das mit der Verhaftung? Ganz einfach. Ich habe dich verhaften lassen, damit ich erzählen kann, dass du wieder ausgebrochen bist. Es gibt auch einen Steckbrief. Sie sollen denken, dass du ein ganz schwerer Junge bist. So hast du die Möglichkeit, an sie ranzukommen. Was ich noch fragen wollte, wie ist dein Name? John Middleton. Oh, Middleton. Ab jetzt bist du John Allen. John Allen. Was ist? Willst du den Job? Ich habe schon viel verrückte Sachen in meinem Leben gemacht, aber das ist das erste Mal, dass ich für das Gesetz arbeite. Aber um den alten Hank zu finden, bin ich auch bereit, das zu tun. Ich mache den Job. Das ist dein Wort. Also, hier ist deine Legitimation und dein Abzeichen. Erhebe dich. Sprich mir nach. Ich schwöre bei Gott, dass ich den Vereinigten Staaten zu jeder Zeit... Bleib, wo du bist.
Es kann für Fremde in dieser Gegend ziemlich ungemütlich werden. Denk, es ist besser für dich, wenn du wieder umkehrst. Okay, ihr habt recht, Jungs. Das überlebt keiner. Kommt, wir gehen. Schön langsam umdrehen und Hände hoch. Entschuldigen Sie, Ma'am, ich wollte nur... Ich sage es nur einmal. Sie verschwinden sofort dahin, wo Sie hergekommen sind. Gehen Sie zu Ihrer Gang und sagen Sie denen, dass wir uns die kampflos ergeben. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Richten Sie diesem Butch Martin aus, dass wir jeden, der unseren Grund und Boden betritt, erschießen werden. Wer ist Butch Martin? Verschwinden Sie oder ich schieße. Ich kann nicht, Sie sind hinter mir her. Kommen Sie. Haben Sie noch Munition für das Gewehr? Nein. Dann reiten Sie besser nach Hause und geben mir Ihre Pistole. Ich mache das hier alleine. Und was ist mit Ihnen? Keine Sorge, ich halte Sie auf. Reiten Sie in die Stadt und holen Sie Hilfe. Ich versuche Sie aufzuhalten, solange ich kann. Da kommt der Sheriff, wir müssen weg.
muss wieder weg hier. Kennst du ihn wieder? Nein, wer ist der Kerl? Der Kerl gehört zu Butch Martins Gang. Nein. Ja? Wir bringen ihn in die Stadt und übergeben ihn dem Marshal. Nein, ich gehöre nicht zu Butch Martins Gang. Darüber werden wir später reden. Nein, hören Sie. Also, auf geht's. Ich gehöre nicht zu denen. Auf. Was geht hier vor? Wer ist dieser Kerl? Einer von Butch Martins Leuten. Wir haben ihn in der Nähe der Mason Ranch geschnappt. Wir wollen ihn gerade zum Marshall bringen. Das ist nicht nötig. Warum noch eine Verhandlung? Wir machen kurzen Prozess mit dem Kerl und hängen ihn sofort auf. Warum sollen wir für so einen noch den Richter herbemühen? Der wird sowieso schuldig gesprochen. Das ist reine Zeitverschwendung. Also was soll's? Na los, wo warten wir noch? Macht schon! Das geht nicht. Ich bin unschuldig. Hört auf! Hört auf! Seid ihr wahnsinnig geworden? Kriegst du, was du verdienst, du Mistkerl? Hör auf zu reden, das nützt dir sowieso nichts mehr. Das geht nicht. Gleich baumelst du. Miss Mason, gehen Sie lieber nach Hause, das ist nichts für Sie. Hört auf! Ihr könnt ihn doch nicht einfach aufhängen. Er ist einer von Butch Martins Leuten, er wird hängen. Ihr macht einen Fehler, das ist der falsche Mann. Gehen Sie nach Hause, Miss Mason. Carter, Sie müssen mir jetzt zuhören. Halt, Männer, wartet noch. Also was haben Sie uns zu sagen? Dieser Mann ist unschuldig. Er hat nichts mit der Martin-Gang zu tun. Im Gegenteil, er hat mich gerettet. Ach so ist das. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie haben mich ja nicht gefragt. Also gut, Fremder. Das ist natürlich was anderes. Es tut mir leid, dass Mr. Emmett so voreilig gehandelt hat. Nichts für ungut. Wir können froh sein, dass Miss Mason gekommen ist und mich gerettet hat. Sie hätten einen Unschuldigen gehängt. Ich danke Ihnen, Miss Mason. Tut mir leid, Middleton. Schon gut. Na, dann lasst uns gehen, Männer. Ja, genau. Ich würde mich gerne bei Ihnen bedanken, Miss... Miss Mason, Ann Mason. Sind Sie etwa verwandt mit Hank Mason? Ja, er ist mein Onkel. Warum fragen Sie? Er schrieb uns einen Brief, in dem er mitteilte, dass er Probleme hat. War kein freundlicher Empfang hier für mich. Es war ja auch nicht besonders freundlich, wie ich Sie empfangen habe. Kommen Sie doch mit auf die Ranch. Meine Tante würde sich freuen. Danke. Ich nehme die Einladung gerne an. The banks of the sunny river, watching the river roll, wondering if he will meet the sea. The soul of the old western road. I funny still cabin is low. All that left of my skin is to see with my dream on the banks of. Roll on the old river
as the sound of this old western world. I'm waiting and longing for all that someday I will see there come drifting to all your way, dear old sunny Hello. Das war wunderschön. Wollen Sie mir nicht erzählen, was passiert ist mit Ihrem Onkel? Also, es war ungefähr vor 3 Wochen. Onkel Hank wollte in die Stadt reiten, um ein neues Pferd zu kaufen. Er kam mittags noch einmal zurück und war sehr gut gelaunt. Er sagte, er müsse noch mal weg und abends hätte er eine Überraschung für uns. Mhm. Aber er kam nicht zurück. Wir haben ihn natürlich gesucht und dann erfahren, dass er bei Carter gewesen ist. Aber danach wurde er nicht mehr gesehen. Wissen Sie, worüber Sie geredet haben? Er sagte nur, dass Sie über einen Kredit für die Ranch gesprochen haben. Danach hätte er ihn nicht mehr gesehen. Irgendwas stimmt da nicht. Bestimmt steckt Carter dahinter. Ich denke, dass er auch mit der Martin-Gang zu tun hat. Ja, das könnte möglich sein, aber wir sollten den Abend nicht damit verschwenden, über Butch, Martin und Carter zu reden. Morgen ist auch noch ein Tag. Anne, komm rein, es ist schon spät, außerdem wird es kalt. Oh. Ja. Guten Morgen, Miss Anne. Guten Morgen, Mr. Emmett. Kennen Sie Mr. Middleton schon? Ja, wir haben uns gestern schon getroffen, allerdings unter anderen Umständen. Ich möchte mich nochmal für das von gestern entschuldigen. Ach, das geht schon in Ordnung, Emmett. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich habe hier eine Liste von dem gemacht, was ich brauche. Können Sie mir das zusammenstellen? Mehl, Eier und... Es tut mir leid, Miss Anne, aber ich kann Ihnen leider nichts geben. Die Lebensmittel sind so knapp geworden, dass die Rancher sich gezwungen sehen, ihr Land für wenig Geld zu verkaufen. Ich verstehe nicht ganz, wovon Sie reden. Die Banditen haben den Proviantdreck überfallen und die Wagen verbrannt. Ich weiß nicht genau, was sie planen, aber es sieht so aus, als ob sie alle Ranger hier aus dem Tal vertreiben wollen. Heißt das, dass man die Ranger aushungern will? Ich fürchte ja. Ich bin sicher, dass da ein System dahinter steckt. Die Banditen verfolgen einen ganz bestimmten Plan. Ich könnte versuchen, den Trek durchzubringen. Sie sind der richtige Mann dafür. Dieses Tal ist ein gesetzloses Land geworden. Niemand will mehr die Verantwortung für Recht und Ordnung übernehmen. Nur einer hat hier das Sagen und das ist Carter. Er ist das Gesetz in diesem Tal. Werden Sie uns helfen? Ja, das werde ich. Aber ich brauche eine gute Ausrüstung. Ich werde Ihnen Männer und die Wagen besorgen. Ich bin sicher, dass Sie es schaffen. Wenn Sie durchkommen mit diesem Trick, dann haben Sie die Stadt gerettet und wir werden Ihnen alle sehr dankbar sein und Sie werden es nicht bereuen. Gut. Was ist los? Haltet die Augen offen, Leute. Könnte sein, dass wir Ärger kriegen. Weiter.
Ich hab sie gesehen, Bud. Sie sind von da vorne gekommen. Okay. Sag den Jungs, sie sollen aufsteigen. Wir lassen sie vorbeiziehen und fallen ihnen dann in den Rücken. Da sind sie. Wir machen es genauso wie beim letzten Mal. Sie fühlen sich ziemlich sicher. Das wird ein Kinderspiel für uns. Ich hab's dir doch gesagt. Sie rennen wie die Hasen. Komm, sehen wir mal nach, was in den Wagen ist. Steigt alle ab vom Wagen. Bildet eine Wagenburg. Wir werden den Burschen jetzt einheizen. Die schießen ja. Los, weg hier. Zeit. Beeilt euch. Bringt die Wagen in die Stadt. Wir können uns alle bei Middleton bedanken. Kommt! Middleton, ich muss Ihnen sagen, die Stadt ist Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Ja, genau. Er wäre doch auch der richtige Mann für den Viehtrieb, der morgen losgehen soll. Ja, das wäre doch genau der richtige Job für Sie. Sie können doch mit Rindern umgehen und es wäre sehr gut, wenn ein Mann wie Sie dabei wäre, zum Schutz gewissermaßen. Wenn die Rancher ihr Vieh nicht verkaufen können, dann können sie die Kredite an Carter nicht zurückzahlen und müssen ihm ihr Land überlassen. Aber wie wäre es denn, wenn Mr. Carter den Rangern ein bisschen mehr Zeit geben würde, ihr Vieh zu verkaufen und zu Geld zu kommen und dann die Kredite zurückzuzahlen? Ich würde es ja gerne tun. Aber Sie müssen verstehen, dass ich kein Wohltäter bin. Alle Leute in der Gegend haben Kredite bei mir. Müssen auf ein Geld für mich. Ich muss auch an mein eigenes Wohl denken. Es tut mir leid, aber so sind nun mal die Vereinbarungen. Ich glaube, dass es Ihnen gar nicht schnell genug gehen kann, Carter. Was wollen Sie damit sagen? Ah, Middleton hat das, glaube ich, falsch verstanden. Ich glaube, dass er sehr wohl in der Lage ist, diesen Viehtrieb sicher durchzuführen und dadurch den Ranchern die Möglichkeit geben kann, ihre Zahlungen an Carter einzuhalten. Und das wäre für alle das Beste. Sie wissen sicherlich ganz genau, dass das nicht ungefährlich ist, aber wie ich Sie einschätze, haben Sie wahrscheinlich einige gute Tricks auf Lager. Hören Sie... Das ist nicht der erste Track, den ich durchgebracht habe. Ich weiß ganz genau, was da alles passieren kann, aber ich denke, ich kriege das hin. Wir Rangers sind damit einverstanden.
Sie sind unser Mann. Gut, dann wäre ja alles geklärt. Ja. Okay, Carter. Viel Glück, Middleton. Danke. Wow. Komm gleich mal zum Tisch, ich muss mit dir reden. Okay, mach ich, Butch. Komm gleich. Da kommt er. Findest du nicht auch, dass dieser Middleton sich zu viel in unsere Angelegenheiten mischt? Ja, er schnüffelt hier rum, aber ich habe kein einziges Wort gesagt, Butch. Das weiß ich doch, Sam. Ich wollte ja auch nur wissen, wie oft dieser Kerl in deinen Laden kommt. Also, er kommt jeden Abend. Warum ist das denn so wichtig, Bud? Kann ich dir sagen. Dem Boss stinkt die ganze Sache nämlich gewaltig. Weil der verdammte Dreck durchgekommen ist, haben die Leute jetzt wieder zu fressen. Wenn das so weitergeht, haben wir hier bald nichts mehr zu bestimmen. Was kann man denn da machen? Er begleitet doch morgen diesen Viehtrieb. Warum lauert ihr ihm nicht einfach auf und knallt ihn ab? Das wäre doch das Beste. Nein, das Risiko ist zu groß. Der Boss vermutet, dass er für die Regierung arbeitet. Wenn wir ihn töten, wirbelt das zu viel Staub auf. Der Boss hat gesagt, dass wir ihm hier im Saloon auflauern sollen. Und dann sollen wir ihm einen gehörigen Denkzettel verpassen. Sodass er morgen nicht mitreiten kann. Ja, verstehe. Wenn er reinkommt, lenk ihn ab. Rede mit ihm. Erzähl ihm irgendwas. Den Rest machen wir dann. Mach ich, Bud. Los, geh hin und red mit ihm. Gut, ich geh. Was wollen Sie trinken, Middleton? Nichts, danke. Suchen Sie irgendjemanden? Oh, niemanden bestimmten. Wollte nur hören, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. So ein Viehtrieb ist eine raue Sache, was, Middleton? Ziemlich gefährlich, hä? Ja, das ist richtig. Auf so einem Viehtrieb kann einiges passieren. Ja, könnte sein. Wollen Sie nicht noch was trinken? Schnell was zu trinken. Gesucht wegen Bankrott. John Allen. Guten Morgen, Emmett. Guten Morgen, Carter. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Hier, sehen Sie sich das mal an. Das ist heute Morgen mit der Post gekommen. Der Kerl ist ja doch ein Bandit. Ja, aber ich verstehe nicht, warum er erst den Dreck durchbringt und dann den Rangern hilft. Das macht für mich keinen Sinn. Können Sie erkennen, wo bei dieser Geschichte der Haken ist? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Er verstellt sich einfach nur. Er will die Ranger in Sicherheit wiegen. Er hat es nur auf ihr Vieh abgesehen. Sagen Sie keinem Menschen was davon. Ich werde mich schon um den Kerl kümmern. Gut, okay. Hier ist ein Brief für dich von Elk City, Bud. Hallo Joe. Sei auf der Hut vor einem Typ namens Allen oder Middleton, der uns dazwischen kam, als ich und Slim in Elk City den Saloon überfallen wollten. Was ist los, Bud? Stehen da schlechte Nachrichten drin? Ja, dieser Brief ist von Tex. Er schreibt, dass ihm ein Kerl namens Middleton in die Quere gekommen ist bei einem Überfall. Der Boss hatte recht, der Kerl ist wirklich von der Regierung, sowas ähnliches wie ein Marshall. Man hat ihn auf uns angesetzt, weil sie offenbar rausgekriegt haben, was wir hier machen. Das ist nicht gut.
Findest du nicht, dass wir da unbedingt was unternehmen müssen? Ja, das muss ich sofort dem Boss erzählen. Komm, wir reiten in die Stadt. Wo ist der Boss? Ich habe was über Middleton rausgefunden. Das wird ihn interessieren. Oder erzählst du nichts Neues? Meinst du das hier? Ja, deswegen hat mir Tex diesen Brief geschrieben. Allen und Middleton sind ein und dieselbe Person. Ach, wirklich? Ja, genau. Und wenn wir nichts unternehmen, wird es uns genauso ergehen wie Tex und Slim. Dann muss er der Kerl gewesen sein, der schuld dran ist, dass sie Tex und Slim bei dem Überfall in Ex-City erwischt haben. Jetzt ist mir einiges klar geworden. Wir müssen das sofort dem Boss sagen. Ich glaube, der weiß gar nicht, mit wem wir das hier zu tun haben. Wenn wir nicht aufpassen, dann passiert uns das gleiche wie in Ex-City. Ja, da hast du recht. Hier, Clark, bring diesen Brief zum Boss. Und dann gehst du zu Middleton und sagst ihm, dass der Boss ihn sprechen will, und zwar hier. Und du kannst ihm sagen, dass wir wissen, dass er Alan ist. Genau. Also, Jungs, ich will nicht nochmal so einen Reinfall wie gestern erleben. Hör zu. Wir schalten ihn aus und sperren ihn ein. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Seid ihr bereit, Männer? Kommt, wir haben einen harten Tag vor uns. Middleton, Sie sollen sofort zum Big Boss kommen. Big Boss? Wer ist das denn? Na, eben der Big Boss. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Er sagte mir, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, wovon Sie reden, soll ich einfach sagen, John Allen. Ah, das ist natürlich was anderes. Ist es hier? Ja, hier ist es. Da müssen wir rein. Ja. Da kommt er. Vergesst nicht, was ich euch gesagt habe. Hallo, Alan. Nein, warte mal. Es war nicht so gemeint gestern, wenn du verstehst. Ach nein? Ja, die Lage hat sich geändert. Was soll das hier? Ist das eine Entführung? Ja, wir haben einen schönen kleinen Steckbrief mit deinem Namen drunter. Ist ganz schön was wert, Junge. Und? Hast dir einen ganz schönen Plan zurechtgelegt, Alan. Findest du nicht, dass das ein bisschen viel Arbeit ist für einen alleine? Wir können uns die Sache doch aufteilen. Du brauchst unsere Hilfe. Kann sein. Und was springt dabei raus für mich? Reichlich. Du musst uns einfach nur die Herde übergeben, und zwar oben am Pass. Den Rest erledigen wir, und danach machen wir 50-50. Warum sollte ich euch trauen? Wieso solltest du uns nicht trauen? Wir hätten dich nicht zu rufen brauchen. Wir könnten den Job auch alleine machen. Ja, könnte sein. Bist du dabei? Erst, wenn ich mit dem richtigen Mann gesprochen habe.
Was soll das heißen? Das soll heißen, dass das nicht auf deinem Mist gewachsen ist. Da ist noch jemand anders, ein Boss oder sowas. Mit dir werde ich nicht drüber reden. Ich will mit dem Mann sprechen, der im Hintergrund ist. Du bist ja ein ganz Schlauer. Ja, das stimmt. Ich bin schon einverstanden damit. Aber ich mache den Deal nicht mit dir. Los, führ mich zum Boss. Dann kommen wir zusammen. Vielleicht mache ich da ein Geschäft mit dir, Alan. Ich könnte dich auch dem Marshall übergeben. Na, dann tu es doch, Martin. Das will ich natürlich nicht. Ich habe nämlich was anderes mit dir vor. Die Jungs, die den Überfall in Alex City gemacht haben, sind gerade ausgebrochen. Und sie haben mir was Interessantes erzählt. Und weißt du, was sie erzählt haben? Dass du ein verdammter Marshall bist. Was? Los, nimm diesem Kerl die Waffen weg. Du kommst uns nicht mehr in die Quere. Na ja, wir werden sehen. Los, rein mit dem Kerl. Los, beeilt euch. Wir müssen zum Pass. Da ist der Boss. Hank Mason. John! Wo ist Middleton? Keine Ahnung. Middleton gehört zur Bunch Martinkin, das ist sicher. Das habe ich euch doch von Anfang an gesagt. Er ist einer von Ihnen. John ist kein Bandit. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, Miss Ann. Er spielt nur ein Spiel. Er will uns alle täuschen. Ich kann Ihnen hier den eindeutigen Beweis liefern, dass der Kerl ein gesuchter Verbrecher ist. Hier, sehen Sie selbst. Er wird überall gesucht. Das ist richtig. Aber ich kann immer noch nicht glauben, dass Middleton zu Butch Martins Gang gehört. Er gehört doch nicht dazu. Middleton arbeitet auf eigener Rechnung. Wir haben ihn alle unterschätzt. Denken Sie etwa, dass er uns nur aus reiner Nächstenliebe geholfen hat? Der Kerl weiß ganz genau, was er will. Männer, das müssen wir uns doch wohl nicht gefallen lassen, oder? Wie bist du nur hierher gekommen, Hank? Ich habe Carter gesagt, dass ich eine Goldader auf meinem Land entdeckt hätte und er hat mich daraufhin sofort hier hingeschleppt und seitdem bin ich hier. Ich dachte es mir. Wir müssen sehen, dass wir hier irgendwie rauskommen. Kannst du nicht bewegen, Hank? Dann rutsch ein bisschen nach vorne. Ich versuche dir die Fesseln durchzubeißen. Gib mir die Hand und ich beiß dir die los. So, das hätten wir. Wir müssen die Tür aufkriegen. Moment. Hier, ich hab was. Komm, wir nehmen das. Verdammt. Gut, gut, gut. Hank, du reitest nach Hause. Ich hole den Marshall. Okay. Ja. Die Martin-Gang ist gerade auf dem Weg zum Pass. Sie wollen den Viehtrieb überfallen. Wenn wir uns beeilen, dann kriegen wir die ganze Bande auf einen Schlag. Also los, Männer, worauf wartet ihr noch? Hin!
Das ist ja Hank Mason. Emmett, die Banditen sind hinter John her. Sie verfolgen ihn. Verdammt, und wir haben keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Wir drehen sofort um. Was anderes können wir nicht tun. Los, wenn er aufgeht. Los, macht schon. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass du es bist, Carter. Jetzt habe ich dich endlich erwischt. Los, komm hoch. Passt einen Moment auf den Kerl auf.
Wir haben die ganze Bande geschnappt, Middleton. Martin ist tot. Und dank deiner Hilfe kann ich den Fall jetzt abschließen. Hank Mason hat eine Goldader auf seinem Land entdeckt. Und die geht durch das Gebiet aller Ranger. Die Martin-Gang war nur dazu da, um die Ranger einzuschießen. Du willst damit sagen, dass die Martin-Gang nur die Helfershelfer waren? Dann muss es ja irgendjemanden geben, der Boss ist. Das ist richtig. Hank, wem hast du davon erzählt, dass du Gold gefunden hast auf deinem Land? Ich habe es Carter erzählt, John. Nur er wusste es. Nur Carter konnte es wissen, sonst keiner. Dann ist die Sache doch wohl klar, oder? Einen Moment. Los, komm schon runter, du Strolch. Nein. Das ist ja Carter, was du nicht sagst. Er ist der Mann, der hinter all dem steckt. Als er davon hörte, dass es Gold gibt, wollte er die Ranger vertreiben von ihrem Land. Das Spiel ist aus, Carter. Los, komm mit. Gott sei Dank hat alles ein gutes Ende genommen. Wir sind auf jeden Fall alle sehr froh, dass du wieder zu Hause bist, Onkel Hank. Und nach dieser ganzen Strapaze musst du doch völlig müde sein. Willst du dich nicht hinlegen? Aber nein, ich fühle mich hier sehr wohl draußen. Es ist sehr schön, hier mit euch zu sitzen. Ich bleib noch ein bisschen. Hörst du nicht? Komm endlich rein. Merkst du nicht, dass die jungen Leute unter sich sein wollen? Du bist ein alter Holzkopf. Dir ist einfach nicht zu helfen. Also ich sage euch, manchmal frage ich mich, ob es in der Gefangenschaft nicht besser war als hier. Ich komme ja schon. Hm.